Floor Management live erleben. Das ist das Motto des PTA-Projekttages 2018. Das ist eine offene Veranstaltung für alle Interessenten und man hat hier die Möglichkeit, vor Ort Praxis zu erfahren. Und das schätzen unsere Besucher und Kunden. Ich bin der Meinung, dass Lean Management nur funktioniert, wenn die Führungskräfte da mit an Bord sind, und zwar da oben und hier. Beim Get-Together am Vorabend werden erste Kontakte geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht. Diese Vorstellungsrunde nach Farben hat halt dazu geführt, dass ich direkt halt ein paar Leute kennengelernt habe, die gleiche Themen hatten, wo man in den Austausch kam. Also dieses gesteuerte Zusammenführen finde ich sehr, sehr hilfreich. In diesem Jahr findet unser PTA-Projekttag bei der Firma B. Braun in der Logistik statt und wir freuen uns dort, praktisch Shopfloor-Management erleben zu dürfen. Herzlich willkommen bei B. Braun, bei B. Braun in Melsungen. Ich sage auch herzlich willkommen beim tollsten Unternehmen der Welt. Am Vormittag erhalten die Teilnehmer einen Einblick in das Unternehmen B. Braun und den Projektverlauf. Wer hat letztendlich schon mit Shopfloor Management gestartet? Einfach mal bitte kurzes Handzeichen. Okay, das sind auch schon einige. Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen berichten, wie Shopfloor Management bei B. Braun umgesetzt wurde und ermöglichen damit einen umfassenden Einblick in die Praxis. Der Zug, der fährt. Ne? Steig doch bitte ein. Ja, der Praxisbezug des PTA-Projekttages schätze ich sehr hoch ein, weil es fast nur Praktiker sind. Die Werksführungen sind natürlich klasse, weil sonst bekommt man nie die Gelegenheit, in solche Unternehmen hineinzuschauen und mal mit den Verantwortlichen zu sprechen. Und mich interessiert auch sehr, welche Kennzahlen in den Logistikteams im Einzelnen besprochen werden. Die Betriebsbesichtigung bietet einen Blick hinter die Kulissen des Weltmarktführers. Kennzahlen, KPIs, Shopfloorboards, Aktionskarten. All dies können die Besucher vor Ort live erleben. Es gibt viel zu sehen. 75.000 Palettenstellplätze halten Fertigwaren für den weltweiten Gesundheitsmarkt bereit. Projektmanager René Huber begleitet das Projekt seit der ersten Stunde. Das ist definiert, messbar und natürlich auch anspruchsvoll und jeder weiß letztendlich, wo die Reise hingeht. Das bedeutet für uns, dass wir aktuell in der Lage sind, letztendlich mit unseren Ergebnissen auch nach außen zu gehen und letztendlich zu sagen, ja, wir haben Shopfloor Management eingeführt, ja, wir haben Baustellen in einigen Bereichen, aber ja, wir haben auch ganz, ganz viele Erfolge letztendlich verzeichnen können und sehen das als Basis für unsere kontinuierliche Verbesserung im Rahmen dieses Managementkonzepts. Stellen wir uns jeden Morgen zusammen, sprechen und über den Tag organisieren. Im Anschluss haben die Teilnehmer Gelegenheit, ihr Feedback zur Betriebsbesichtigung abzugeben. So die Praxisteile aktiven Runden sind dann natürlich so, dass man sich persönlich dann auch überall dazustellen kann, sich einbringen kann. Und das macht das Ganze ganz, ganz rund. Am Nachmittag bieten Kurzworkshops die Möglichkeit, tiefer in ausgewählte Themen einzusteigen und auf die individuellen Fragen der Teilnehmer einzugehen. Ich nehme eine ganze Menge mit hier von dieser Veranstaltung. Ich muss sagen, es ist ein ganz, ganz tolles Format. Zum ersten Mal, dass ich das so erlebe und ich bin begeistert. Ja. Begeistert sind auch wir. Wir bedanken uns herzlich bei B. Braun für die gelungene Veranstaltung und freuen uns auf den PTA-Projekttag 2019.